Ja, warum nicht? Ready, Watcher. I'm here. Das Problem ist, die haben da eine Höhle bewacht. Und in dieser Höhle wird sicherlich der Oger hausen, den wir eigentlich umbringen sollten. Oh, da ist sogar noch ein Oger am Leben. So. Oh, da drüben leuchtet auch noch was. Oh ja, den Hirsch, der von dem Oger umgebracht wurde, der Arme. Würde ich sagen, wir spicken mal in die Höhle rein. Schokoladebildschirm. Stay out of sight. Bären und Stammesführerinnen, okay. Und noch mehr Druiden. Dann geben wir mal alles, was wir haben. Das sind nämlich ja nicht viele eigentlich. Your thoughts, I would. My mind feels sharp as steel. Okay, Hivarius sollte sich zurückziehen. My thoughts were dulled. Oh, Forum ist abgeschlossen. Gut. Oh, die habe immer noch nicht nach dem Gramfelder geguckt. So, Forum ist abgeschlossen. Das heißt, jetzt haben wir noch den Botanischen Garten für den Innenhof. Dann sind die Mauern dran. I'm here. So, ein Kopf und ein Level-Up für Palegina. Hier braucht sie mal gerade nichts. Intensive Flammen. Ja, das ist eine gute Idee. Zorn der fünf Sonnen. Wann immer der Paladin eingeschworener Feind einsetzt. Oh, das ist gut. Das ist gut.
Bin jetzt zwar nicht dazu gekommen, das mit mir einzusetzen, aber Palegina hat es jetzt noch besser. I'm here. Die Knochen wurden von massiven Zähnen zerbissen und zermalmt. Oh, Stiefel. Fernläufer. Verteidigung gegen bewegungsunfähig, gelebt humpelnd. Okay. Glamfantanische Jagdstiefel. Schaden gegen flankiert. Ah. Also ich trage Stiefel. Sie trägt keine, dann kriegt sie den hier. Und sie die Gegenbewegungsunfähigkeit. Und das kann erstmal weg. So. I'm here. Gut, Hevarias sollten wir nicht mehr in den Nahkampf lassen im Augenblick. Yes. Dafür hat er zu viel abgekriegt. Aber wir kommen ja jetzt dann als nächstes hoffentlich nach Zwillingsulm. Absolutely. Let's see what lies this way. Oh, Taos. Hi. Anyone suspected of treachery must be reported at once. Good, you have come. You have heard of the recent defections from our order caused by this apostate in Praetum. Ein Fallsbild von Taos lockt dich mit durchscheinenden Fingern. Gut, du bist gekommen. Du hast von den Verrätern gehört, die unseren Orden verlassen, wegen dieses Apostats in Kretum. Eine Antwort schwebt an die Oberfläche des Bewusstseins, eine uralte Erinnerung. Ja. This is a dangerous woman whose lies spread like plague. She inspires chaos, sows conflict. Because of these unusual circumstances, I am speaking to all our initiates personally. To ensure there is no more dissension. Diese Frau ist gefährlich. Sie verbreitet Lügen wie die Pest. Sie verursacht Chaos. Sie sieht Konflikt. Wegen dieser ungewöhnlichen Umstände spreche ich mit all unseren Initiierten persönlich, um sicherzustellen, dass es keine Zwietracht mehr gibt. Du meinst, weil sie eine von uns war? Who she was no longer matters. If her following continues to grow, there will be war, and all our work will be undone. Taos zögert. Wer sie weiß, nicht länger von Bedeutung. Wenn ihre Anhängerschaft weiter wächst, gibt es Krieg und all unsere Arbeit war umsonst. You were recruited from Praetum, were you not? You must have known this heretic woman, Yavara. Du wurdest aus Praetum rekrutiert, nicht wahr? Du kennst diese Ketzerin gewiss, Yavara. Als du den Namen hörst, strömt eine Flut von Erinnerungen in deinem Verstand. Sie war meine Mentorin. Ich war in sie verliebt. Wir waren Freunde. Wir sind uns vielleicht einige Male begegnet. Sie ist meine Schwester. Nein, wir sind uns nie begegnet. Lüge, nein, ich bin ihr nie begegnet. Ah, machen wir das mal. This is deeply troubling. She cannot be your sister. Not anymore. For the love of the gods, you must destroy all feelings you have for her. Das ist äußerst verstörend. Sie kann nicht deine Schwester sein. Nicht mehr. Bei den Göttern. Du musst alle Gefühle, die du für sie hegst, vernichten. Sie ist schon lange nicht mehr meine Schwester. She has become something new and terrible to all of us now. Sie ist für uns alle zu etwas Neuem und Schrecklichem geworden. I am trusting you to remain loyal to the gods in this. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. But you will answer to me as well. Ich vertraue darauf, dass du in dieser Sache den Göttern gegenüber treu bist. Wenn nicht, musst du dich vor höheren Mächten als mir verantworten. Nach einem Augenblick fügt er hinzu,
Aber vor mir wirst du dich auch verantworten. Ich verstehe, Euer Eminenz. Ja. Die Boss, die es hier sind, friedlich. Okay. Die Tierchen hier sind auch friedlich. So, und dann kommen wir nach Herdlied. Endlich. Mit Hivarius haben wir zum Glück einen Glafantaner dabei, der uns vielleicht ein bisschen dabei helfen kann, Einlass zu kriegen. Estramor still. Wahrscheinlich der Stelgier hier. Hm? Estramor? Der Krieger schreitet herüber. Ein höhnisches, misstrauisches Lächeln ist unter seiner Kriegsbemalung zu sehen. Er blickt auf deine Ausrüstung, die er dich lange mustert. Noch ein Flüchtling aus der brennenden Stadt? Die 6 Stämme von der Glanfahrt heißen dich inzwischen so willkommen. Vor dir liegt der Bezirk Herdlied. Du darfst ihn frei erkunden, aber deine Füße dürfen die anderen Bezirke nicht betreten. Aber Estramor sind Fremde. Der Zutritt ist für Estramor verboten. Warum ist es verboten? Was kannst du mir über Zwingsum sagen erstmal? Die Stadt ist Anglerfontanern heilig, da unsere Ahnen hier das erste Mal auf die Erbauer getroffen sind. Diese schicksalhafte Begegnung gab uns unserer seit Generationen herumirrenden Volk ein dauerhaftes Zuhause zwischen den Relikten der Erbauer. Als die Erbauer uns befahlen, uns hier niederzulassen, gestatteten sie uns das einzigartige Privileg, zwischen ihren Gebäuden hier zu leben. Es ist der einzige Ort in Erglamfader, dem dies gestattet ist. Die heilige Stadt ist in 4 Bezirke aufgeteilt. Herdlied, den Bezirk für die einfachen Bürger. Altlied, wo sich unsere Tempel befinden. Ulmkap, Wohnort der Denimgan und der Druiden. Und die Grabinsel, den heiligsten Ort der Stadt. Ich möchte mehr über Herdlied erfahren. Wir sind hier in Herdlied. Hier dürfen Glafantan und Estramon sich gemeinsam aufhalten. Außerdem liegt hier eine Passage der 6, wo sich unsere Stammesanführer, die am Anamphata versammeln. Er deutet auf ein langes, rundes Gebäude am anderen Ende des Bezirks. Dort drüben liegt der Markt. Du solltest dort auf deinen Geldbeutel aufpassen. Niemand feilscht so wie ein Glafantaner. Und wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, folge dem Zaun nach Osten. Dort findest du den Weg zum himmlischen Bäumchen. Welche Tempel liegen in Altlied? Es gibt den Mittagsfrost, der Rümgrand geweiht ist. Eine Gruppe von Bleichelfen aus den gefrorenen Südland ist nicht vor allzu langer Zeit eingetroffen, um ihn zu beaufsichtigen. Und es gibt das Nest, ein Hyela-Tempel und Galawains Rachen, eine Höhle von Bestien, die dem Jägergott gewidmet ist. Der Weg zur Grabinsel liegt ebenfalls dort. Erzähl mir etwas über Ulmenkap. Tir Evron liegt dort, einer der wenigen Türme der Erbauer, die noch makellos erhalten sind. Zwei große Ulmen winden sich um ihn. Selbst die mächtigsten Werke der Götter beschützen die Werke der Erbauer. Zwei Denimgarn-Schwestern wohnen heute dort. Die Halle der Krieger steht am anderen Ende des Bezirks. Gerichten zufolge hält sich Amanfat Simok von den 3 Stoßzahn-Stelgier im Moment dort auf. Im Ulmenkap befinden sich auch die Hallen der Druiden. Es gibt dort die Ovaten des Goldenen Hains und die Etik-Noll des Blutigen Sands. Viele erschaudern vor den brutalen Opferritualen der Etik-Noll. Aber hohe Ovatin Erona ist auf ihre eigene Art ebenso mächtig. Meine Wächterfreundin, sagt Hivarius hinter dir, es wäre mir eine Ehre, dich nach Ulmenkap zu begleiten, um diese Druiden zu treffen. Auch wenn mir ein wenig unwohl bei den Gedanken an einem Zirkel ist, der für brutale Opferrituale bekannt ist. Weißt du etwas über die Grabinsel? Dort werden unsere armen Vater zur Ruhe gebettet, zwischen Steinen, die von den Erbauern aufgestellt wurden. Das heißt, die Seelen einiger armen Vater würden dort noch verweilen. Der Weg führt durch Altlied, dem heiligsten Ort in ganz Zwillingsulm.
Das ist alles, was ich über die Stadt wissen wollte. Möchtest du noch etwas erfahren? Warum ist es verboten, die anderen Bezirke von Zwillingsruhm zu betreten? Zwillingsruhm ist eine heilige Stadt, errichtet an dem Ort, an dem die ersten Hüter des Steins auf die Erbauer trafen. Sie besteht neben den Werken der Erbauer und ist der einzige Ort in ganz Erglamfat, an dem es erlaubt ist, diese heiligen Stätten zu betreten.